Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ich habe mal wieder ein bisschen im ModHub gestöbert und diese schöne bayerische Karte gefunden. Wir befinden uns also heute in Bayern. Wenn wir auf die Karte kommen, stehen wir hier an dieser, ja, Bushaltestelle, denke ich mal. Da soll das sein. Hier fehlt zwar das Haltestellenschild, ein Fahrplan hängt hier auch nicht. Vielleicht war das mal eine Bushaltestelle. Jetzt ist es keine mehr, kann ja auch sein. Kleiner Rastplatz für Wanderer möglicherweise, wie auch immer. Jedenfalls kommen wir hier an, wenn wir auf diese Karte erstmals kommen. Dann können wir hier ein bisschen durch das schöne Dorf wandern. Schauen uns ein bisschen die urigen bayerischen Häuser an. So sieht es hier also aus. Hier haben wir eine Brücke, da unten gibt es einen Fluss. Alles hübsch gemacht. Hier so ein paar Scheunen mit Wagenrädern dran. Na, klasse. Also, so sieht es hier also aus auf der Karte. Und die Karte an sich sieht so aus. Viele, viele kleine Felder, wie ihr seht. Kunterbunt. Alle möglichen Formen haben die Felder, aber die wenigsten davon sind helferfreundlich rechteckig, sondern ja, es gibt überwiegend natürliche Formen, sag ich mal. Und zwar sehr viele. Also Felder an sich, glaube ich, 131 habe ich gelesen. Und Parzellen noch viel mehr. Schaut mal, so viele Parzellen könnt ihr hier kaufen. So 240, 244, 245, also so die Größenordnung. Und die kosten teilweise nicht allzu viel. 28, 900 hier, 32, die kleinen, die großen sind natürlich teurer. Wenn ihr euch so ein Waldstück hier kauft, 442.000 oder hier oben. Ja, jedenfalls, also hier gibt es für jeden Geldbeutel was. Und anhand der vielen kleinen Felder seht ihr, wahrscheinlich ist es hier sinnvoll, mit kleinerem Gerät zu spielen. Früchte, habt ihr die Standardfrüchte dabei? Hier steht noch, wie die Karte heißt. Fichtal. Hatte ich es schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Also die Karte Fichtal aus dem ModHub. Da könnt ihr sie herunterladen. Ich mache da auch keinen Link in die Videobeschreibung, sondern im ModHub findet ihr die. Ja, was haben wir hier noch zu sagen? Standardfrüchte, Produktion, alles Standard. So, Fahrzeuge, habt ihr einiges dabei, wie ihr seht. Und alles neu. Keine Produktion dabei, keine Tiere dabei. Mission könnt ihr natürlich machen. So, dann gehen wir mal auf den Hof. Also, uns gehört hier drei Parzellen, die 2, die 237 und die 53. Das ist, was ist das? Einmal der Hof, dann hier das Weizenfeld und diese Wiese hier oben. Das gehört also uns, wenn wir als neuer Farmer starten. Dann gehen wir mal auf den Hof. Hier stehen wir am Farmhaus. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber schön. Also, ja, passt. Na, da hinten ist die Kirche. Vis-à-vis. So, dann habt ihr hier diesen schönen bayerischen Hof. Der sieht doch richtig toll aus. Ein Unterstand, nicht so 0815-mäßig, sondern hier so ein bisschen um die Ecke rumgebaut. Gefällt mir gut. Hier diverse Scheunen. Garagen, Unterstände, wir schauen sie uns einfach mal an, was wir überall so haben. Ich finde es auch toll, dass das Tor knarrt. Also hier haben wir was drin. Da auch noch. Hier sind die Mähgeräte drin. Ob man die jetzt unbedingt hier drin platzieren muss, in so einer um die Ecke aufgestellten Scheune, weiß ich nicht. Auch diese Wandoberflächen, die sehen so richtig, ja, so richtig urig alt aus. Holzbalken hier oben.
Da haben wir auch so schöne Lampen. Haben wir auch Licht hier. Lichtschalter sehe ich jetzt nicht. Das wäre natürlich noch richtig cool, wenn man noch Licht anmachen könnte. Aber ich sehe jetzt hier keinen Lichtschalter. So, machen wir wieder zu. Hier waren wir ja gerade schon drin. Ja, cool, wie die Tore knarren. Das finde ich super. Da hinten läuft ein Reh über den Hof. Auch diese Mauer hier, oder? Das sieht doch so richtig echt aus. So, diese Sandsteine. Klasse. Was haben wir hier drin? Werkstatt. Ja, braucht man auch. Kann man sogar durchfahren. Dann haben wir hier, hängt auch so ein schönes Wagenrad da oben dran. Hier stehen Milchkannen, das heißt, hier ist der Kuhstall. Gucken wir mal hier rein, in den bayerischen Kuhstall. So sieht's hier aus. So richtig urig, oder? Ja, cool. Ups. Ich hänge hier fest, am Tor. Jetzt, wo geht's hier hin? Hier geht es zu den Tieren rein. Dann haben sie hier Auslauf, die Tierchen. Ja, nicht so sehr üppig. Aber ein bisschen was. Da oben müssen wir auch noch reingucken, ne? Das machen wir gleich noch. Also hier nebenan habt ihr einen Ladewagen stehen. Und den Heuwender. Das ist ein Heuwender, ja, das ist ein Heuwender. Dann können wir hier hochgehen. Ihr habt auch lauter Einfahrten, dass ihr hier mit schön reinfahren könnt. Können wir hier die Leiter hochsteigen? Kommen wir da hoch oder bleiben wir hängen? Das ist immer ein bisschen tricky. Naja, ich glaube, das klappt jetzt gerade nicht. Dann gehen wir mal außen rum. Wir können hier diese Rampe hoch. So. Hier habt ihr so einen Abstellplatz mit dem Frontlader und den Werkzeugen dazu. Hier steht noch ein Güllefass. Dann kann man hier hochfahren. Ist auch cool. Sowas mag ich auch ganz besonders gern. Dass man hier oben reinfahren kann. Mit dem Traktor. Dann quasi das Heu hier oben. Vermutlich. Ich vermute mal, dass man es hier einlagern kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch nicht. Sieht aber so aus, als ginge es. Oder man kann es dann direkt darunter zu den Kühen kippen. Vielleicht auch Stroh. Müsst ihr ausprobieren. Ich habe es noch nicht getestet. Das gilt übrigens für alle Karten, die ich vorstelle. Ich teste die nicht vorher. Ich lade sie mir herunter, schaue sie mir an und wenn ich denke, ja, das wäre was, dann stelle ich sie einfach mal vor. Weil so viel Zeit alle zu testen, habe ich jetzt leider auch nicht. Weil es mich reizen würde. Klar. So, hier. Habt ihr auch noch Gerätschaften und Fahrzeuge stehen? Da waren wir gerade. So, was haben wir denn hier? Dachrinnenrohre, wie es aussieht. Aha, da ist unser Drescher drin. Versteckt. Der hat ja auch ein schönes Plätzchen hier gekriegt. So, und dann haben wir hier hinten noch eine Scheune. So, wahrscheinlich kommt das Heu und das Stroh hier rein, nicht da über dem Kuhstall. So, waren wir jetzt noch nicht? Waren wir hier schon in dem Gebäude drin? Ich glaube nicht. Müssen wir auch nochmal reingucken. Aha. Hier stehen ein paar Stühle für die nächste Gartenparty. Ein paar Tische. Ja, da ist die Werkstatt wieder. Ja, mit diesem Holz, das sieht alles so echt aus. Finde ich schon schön. Also optisch macht das einen guten Eindruck. Auch hier so mit diesen Büschen hier am Rand, das sieht alles so richtig echt aus. Sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank an den Mapper. Für diese schöne Karte.
Wir schauen sie uns mal noch ein bisschen weiter an. Wir wollen mal noch eine Runde fliegen, würde ich sagen. Wir machen mal den Flieger. Ich glaube, hier hinten hatten wir noch was vergessen. So, hier haben wir noch die Mistplatte, ne? Der Misthaufen. Und da das Fahrsilo. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen. Jetzt drehen wir hier mal eine Runde. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Felder an, dass wir auch sehen, wie diese aussehen. Ich muss mal die Minimap zur Orientierung einschalten. Und dann gucken wir mal, hier geht es zum Beispiel zum schönen Weg entlang. Übrigens, dieses Feld hier, das gehört uns. Das ist unser Startfeld. Ja, ist nicht allzu groß, aber ein bisschen was steht ja doch drauf. Ein paar Liter Weizen kriegt er da sicherlich runter. Hier eine Brücke. Also, ja. Eine Brücke für etwas Mutige, ohne Geländer und mit Lücken. Aber man kann sicherlich drüber laufen, ohne ins Wasser zu fallen. Dann geht's hier gleich in den Wald. Könnt ihr ein bisschen hier rumwandern hier. Das haben wir jetzt aber nicht vor. Wir schweben mal hier durch die Bäume zum Fluss und zu unserer Wiese, die hier. Diese Wiese, die gehört uns auch noch. Nee, das ist nicht die, die uns gehört. Ich glaube nicht. Das war jetzt eine Fehlinformation. Uns gehört diese Wiese hier. Diese kleine Wiese. Die gehört uns noch. So, ansonsten seht ihr hier, ja, kleine Felder. Ich meine, das macht natürlich Sinn, das irgendwann zu vereinigen. Aber am Anfang habt ihr da kleine Felder. Aber das ist auch nicht so schlecht. Da kommt ihr mit geringen Erträgen schon weiter und könnt euch neue Felder dazu kaufen. So, jetzt drehen wir mal noch hier ein bisschen eine Runde durchs Dörfchen. Da hakelt es dann immer mal ein bisschen, wenn man sich so schnell bewegt. Weil der Rechner nicht so schnell rechnen kann, wie ich renne. So, hier waren wir vorhin schon an dieser Brücke. Hier der Fluss, dann ne, die Felder, also schon kleine Felder, gemütliche Felder. Alles ganz nett gemacht. Hier habt ihr sogar so ein Stauwehr, ein kleines. Das ist eine Mühle. Und dann können wir noch mal ein bisschen wandern gehen vielleicht. Mal gucken, wo wir wandern. Hier bei der Burg Fichtal können wir wandern gehen. Und zwar geht es hier diesen Weg hinauf. Bin ich ein bisschen schnell gewandert. Wandern wir mal langsamer. Da kommt ihr zu einer wunderschönen Burgruine. Guckt mal hier. Habt ihr einen Ausblick wie im Gebirge mit Felsen, oder? Leute, das ist wie Urlaub hier. Weil sollt ihr hier arbeiten auf der Karte? Aber ein bisschen Erholung muss ja auch sein, ne? Nach Feierabend kann man dann halt mal hier hochlaufen zur Burg. So, haben wir noch ein paar wichtige Plätze. Die Wassermühle, da sind wir gerade drüber geflogen. Ja, Schreinerei, Fahrzeughändler. Da gibt es noch einen zweiten Hof. Das sieht jetzt ein bisschen ähnlich aus wie unserer. Und eine Verkaufsstelle. Genau, das ist das, was es hier so gibt. Ansonsten, ja, also Produktionen sind Standard. Dann könnt ihr euch hier austoben. Und dabei wünsche ich euch ganz einfach viel Spaß. Wie gesagt, Karte gibt es im Modhub. Dann ladet sie euch herunter, wenn ihr möchtet. Und dann spielt einfach los. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.